Prinz Harry reist zurück in seine Heimat und möchte für Charles da sein. Diese Entscheidung folgt auf die erschütternde Nachricht, dass sein Vater an Krebs erkrankt ist. Der Monarch selbst nahm es sich zur Aufgabe, seine Familie über seinen Gesundheitszustand in Kenntnis zu setzen. Royal Insider berichten gegenüber BBC, dass König Charles seine engsten Angehörigen so früh wie möglich über seine Diagnose informierte. Zu den ersten, die eingeweiht wurden, gehörten seine Geschwister und Kinder. Diejenigen, die sich im Vereinigten Königreich aufhielten, erhielten die Nachricht persönlich von ihm. Prinz Harry, der derzeit in den USA lebt, wurde von seinem Vater telefonisch über die besorgniserregende Entwicklung informiert. Trotz der räumlichen Distanz und der bekannten Spannungen innerhalb der königlichen Familie scheint die Gesundheit des Königs ein vereinendes Element zu sein, das Prinz Harry zur Rückkehr bewegt. Der Herzog hat mit seinem Vater über seine Diagnose gesprochen. Er wird in den kommenden Tagen nach Großbritannien reisen, um seine Majestät zu sehen, so die Quelle. Die bevorstehende Reise des Prinzen unterstreicht die Bedeutung familiärer Unterstützung in Zeiten der Not.